So. Gut. Der Cooler wollte auch zwei Parts. Und ja. Der zweite Part wird jetzt aber auch nur so etwa 14 Minuten lang. Deswegen ist die Playlist, die auch ganz genau so ablaufen wird, wie sie abläuft, 14 Minuten lang. Stimmt, ich habe schon so viel Dreck. Dann kann ich mit diesem schmutzigen Hobby am Anfang hier. Eigentlich ist der Part gerade wirklich nur dafür da, dass ich die Musik nochmal hören kann, weil ich die schon ewig nicht mehr gehört habe. Das muss echt schon eine ganze Weile her sein, dass ich dieses Cover, beziehungsweise diese drei Cover, die ich drin habe, ist ja einmal jetzt der Castle Crashers Medley, der gerade läuft, und dann noch ein Cover. Muss echt ewig her sein, dass ich diese Lieder gehört habe. Und ja, würde zuerst auch noch andere Cover reinhauen, aber es ist ja mit dem Verlinken immer, und da bin ich so faul, alle zu verlinken, weil ich von allen möglichen Leuten irgendwelche Scheiße da habe. Ja. Das war das Bosslied, oder? Von Castle Crashers? Ich weiß gar nicht. Ah, stimmt, jetzt brauche ich noch eine Schaufel. Da haben wir eine. Nope. Steine? Jo, wahrscheinlich. Können wir gleich weiterbauen. Die Frage ist jetzt, was mir lieber, eine Schaufel zum Dreck abbauen oder da oben weiterbauen? Ich glaube, ich nehme erstmal hier oben. Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich will da mit Slaps hier die Treppe machen. Weil ich will ja. Ich habe mir da schon so einen Gedanken gemacht. Eigentlich würde ich ja gerne wieder meinen Plan durchziehen, so eine fette Bücherei zu machen. Das wäre irgendwie voll geil. Aua. Bibliothek. Naja, egal. Also so weit in der Art, wo halt viele Bücher stehen. Aber dazu brauche ich nun mal viel anderes Zeug noch, also Leder, Papier, Peitschen, alles sowas, was man halt braucht, um eine vernünftige Bibliothek zu leiten und zu erschaffen. Obwohl, warte mal, dann kann ich doch. Die Frage ist jetzt, ich könnte ja auch so einen Holzboden reinziehen. Ich könnte aber natürlich auch. Habe ich natürlich nicht, war ja klar. Natürlich könnte ich theorieweise auch in der Seite so einen Rand freilassen und dann da Glas reinhauen. Das wäre natürlich auch geil. Ich glaube, das mache ich erstmal. Verarbeite ich ein bisschen Holz. Dann gucke ich mal, wie sich dieser dunkle Holzboden hier machen würde. Ich liebe das Lied. Da kommen immer so geile Erinnerungen hoch. Es ist auch einfach so ein dermaßen stumpfes Lied. Aua. Naja, ich wollte eh runter, weil ich mir eh nochmal schnell eine Spitzhacke machen wollte. Ich weiß, ich habe eine Axt, ist mir aber jetzt auch gerade egal. So. Dann muss ich aber natürlich wieder viel Glas verarbeiten. Natürlich. Oh, das wäre natürlich Hammer. Wenn ich so einen Raum mit so einer schrägen, also
mit so einer Symmetrieachse mache, so von der Tür zu der Tür, dann muss ich auf der Seite auch noch eine Treppe bauen. Das wäre doch die Perfektion. Dann fange ich doch gleich mal damit an. Ah nee, ich wollte mir erstmal eine Dings machen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Die Musik ist bald am Ende. Außerdem habe ich nur noch eine Viertelstunde, deswegen habe ich mir das so eingerichtet. Ach, richtig. Oh, wie freundlich. Na, dann machen wir uns doch gleich mal so eine. Natürlich könnte ich das Eisen auch sinnvoller nutzen, aber wer braucht das schon? Ich könnte nur Sand da. Ja, ich habe nur Sand in den Dings. Habe ich meine Kohle dafür? Natürlich, aber. Also bisher sieht es noch sehr schäbig aus, muss ich schon mal so sagen. Aber was nicht ist, das kann auch werden. Und. So und so und auch so. Jetzt muss ich natürlich genau 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist der genialste Plan, den ich jemals hatte. Den ich überhaupt schon mal einen Plan hatte, aber egal. So, wer das nächste Lied erkennt, der bekommt einen imaginären Keks. Auch so ein Lied voller Erinnerung. Auch eins meiner Lieblingsgames irgendwo. Ich weiß nicht, es hat einfach auch so viel Spaß gemacht, das zu spielen. Gut. Dann könnte ich eigentlich theorieweise jetzt hier noch Holz hochziehen. Also so Zaun hochziehen. Und wenn ich dann hier den Glasboden habe, oder ziehe ich hier auch noch Glas hoch und habe so eine extreme Glaskuppel. Und in dieser Glaskuppel bewahre ich da meinen ganzen Scheiß auf. Naja, dann ziehe eigentlich. So schlecht wäre es ja nicht an dich. Es wäre so eine Art, wie hieß denn das? Planetarium? Nee. Wie sind die Dinger denn? Wo mal dieses fette Teleskop drin steht. Observatorium? Ich weiß nicht. Natürlich ist jetzt von vorne die Symmetrie nicht mehr da, aber dafür habe ich ja in die Symmetrie. Oder ich brauche ja noch den. Eigentlich ist hier der Zugang zum Keller schon ganz okay. Wenn ich dann eh sozusagen die Grotte hier aufbaue. Passt. dann. Weiß gar nicht, wie ich das mit der Selbstmordplanke mache. Die muss ja bleiben. Sie ist ein wichtiger Teil dieser Welt. Naja, ist ja noch alles hier in Entwicklung, also. Da würde ich sagen, hau ich mir erstmal den Sand. Stimmt. Habe ich da eine Crafting Bench oder habe ich nicht mitgedacht? Ich wette, ich habe keine. Ist also klar. Es sieht immer alles. Wenn ich auf so einen geringen Chance habe, sieht das immer alles so dunkel aus, wenn ich so hinter einer Tür stehe. Also. Weil ich brauche jetzt erstmal Sand. Ich könnte natürlich auch aussehen, wie viel Sand ich genau brauche. Wäre eine Option. Aber. Ich habe 6 Sand. Ach komm.
Weil ich muss ja auch darauf achten, dass ich hier frei lasse. Ich glaube, lasse ich gleich die Ecke frei? Ich würde sagen schon. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 Sand? Aua. Ich glaube, das könnte fast schon hinkommen. Aber ich wette, ich habe mich irgendwo wieder verzählt. Aua. Der Leck tat mir sogar schon weh. Und ich habe 14 Sand. Und wenn es nicht ausreicht, da ist ja immer noch mehr Sand. Jau. Jetzt kommt doch schon das letzte Lied für heute. Ich habe natürlich auch nicht dran gedacht, die Kohle mitzunehmen. Sagen. Ich glaube, zwei Kohle reichen da sogar schon, oder? Ich nehme jetzt aber drei mit, aber eine Kohle macht nicht vier, sondern acht weg, oder? Ich weiß es gar nicht so genau. Das ist übrigens, das wird wahrscheinlich nicht jeder kennen. Ich kenne es schon, weil ich habe mich versucht, durch das Spiel durchzuquälen. Es war ein geiles Spiel, aber ich habe mich trotzdem durchgequält. Castlevania, Wicked Child. Von also das erste Castlevania, die NES-Version. Ich glaube, da gibt es auch eine HD-Version von, oder? Den Soundtrack muss ich mir noch zulegen, weil der ist echt geil. Wenn es jetzt eh Nacht wird. Schlechel. Nein, eigentlich sollte das ein K werden, also so Schlechel machen. Dürfen wir wieder warten, was mache ich denn so lange? Außerdem ist der letzte Part 27 Minuten lang geworden. Ich muss das ja alles rendern. So eine Scheiße ist das. Aber ich wette, der Turm wird am Ende richtig schön beschissen aussehen. Ne, mal gucken. Ob ich hier noch Holz hinhaue oder nicht. Ich mache ja eh Slabs. Aber ich glaube, es würde theorieweise, dann brauche ich sogar nur 12 Glas. Weil das hat dann auch nochmal so ein bisschen mehr Symmetrie, sag ich mal. Scheiße, das lief echt gleich vorbei. Aber naja. Mal jetzt noch das, was ich schaffe. Und ich wäre fast hier weitergelaufen. Irgendwann kommt nochmal der Tag, wo ich aus Versehen in die Lava reinlaufe. Komm, du kannst es schaffen. Super geil. Halt nochmal der Cave Story mit lernen. Ist mir dann auch Wumpe. Doch erstmal nur gucken, wie es aussieht. Eiskalt verrechnet. 1, 2, 3, 4. 4 fehlen noch. Aber so schlecht sieht es gar nicht aus, oder? Wenn ich jetzt hier so ein bisschen Slaps mache und alles ein bisschen professioneller aussieht, dann kann das was werden, muss aber nicht. Naja, darüber muss ich mir heute keine Gedanken mehr machen. So. Gut, das war's. Ihr könnt jetzt abschalten. Fange ich so an wie der Ju. Mit seinem Tales of Celia IP. Mit seinem Peter Lustig. Aber nein. Gut. Das wäre es soweit. Joa. Mehr habe ich nicht mehr zu sagen.